Die Befreiungsarmee rockt. Glückwunsch, wir haben gewonnen. Der Sieg ist unser. Na, was nun? Quader. Seid verflucht. Es ist an der Zeit, den Brennspiegel zum Einsatz zu bringen. Wie, gegen uns? Das klingt nicht gut. Der ist riesig. Ich werde euch hiermit alle abfackeln. Verdammt, Quaderplatt in Einsatz des Brennspiegels. Wie sollen wir das überleben? Was? Alle Truppen zurückziehen. Nein, vergesst das. Zerstreuen. Haltet die Verluste gering. Na, ausbreiten, um die Verluste zu minimieren. Aber jetzt ist es zu spät. Verräter des Reichs, dies ist der Preis, den ihr bezahlt. Nehmt das. Okay. Der Spiegel hat sehr gut gehalten. Was geht hier vor sich? Das bringt 7 Jahre Pech übrigens. Das habt ihr davon, wenn ihr uns bestehlt. Spürt die Macht unserer Orkankanone. Okay, da haben wir die Macht der Orkankanone sozusagen zu Gesicht bekommen. Zwergenältester! Es sieht so aus, als kämen wir zur rechten Zeit, junger Elf. In dem Moment ja, aber leider hat's nicht mehr für das Elfendorf gereicht. In Ordnung. Lasst uns in das Schloss gehen und Quader Rossmanns Kopf holen. Kommt schon, Tier. Ich gehe auch, junger Meister. Bitte, Meister Tier, nimm mich auch mit. Ich werde auch gehen. In Ordnung, wer kommt noch mit? Kurumimi geht auch. Rettet Freunde, Kurumimi geht. Lasst uns gehen. Okay, wir haben also unsere Truppe, die in die Burg einbrechen werden, zusammen. Haben wir noch die Möglichkeit zu gehen? Ich will nämlich noch nicht da rein. Wo befinde ich mich jetzt eigentlich genau? Ich bin irgendwo im Nirgendwo ausgesetzt. Ich will nämlich erstmal gucken, dass ich mich entsprechend noch vorbereite. Wenn ich jetzt erstmal wüsste, wo ich bin. Ach so, hier bin ich, okay. Das ist blöd. Ich meine, wenn wenigstens ein Kobold auf einer ist, dann geht's ja noch. Aber die sind ja alle ausgewandert. Ich könnte höchstens noch mal ins Zwergendorf, aber da muss ich den Berg ja nochmal überwinden. Oder ich versuche einfach mal durch den Wald zu gehen. Irgendwo finden wir noch eine Möglichkeit. Oder ist hier tatsächlich jetzt jemand drin? Nee, alle weg. Gut. Dann gehen wir schnell durch den Wald. Und weichen diesen Kobolden erstmal aus. Es geht ja eigentlich recht flott hier durch. Gut, um diese Gegner brauche ich mich auch nicht kümmern. So, die Truhe da drüben nehme ich auch mal mit. Mal gucken, ob es sich lohnt. Flucht-Talisman. Naja. Wirklich gelohnt hat sich's nicht. Okay, machen wir nochmal Weg. Ah ne, na ja, gut, jetzt greife ich's mal an. Ich würde sagen, sehr schlau war es nicht, aber die tun mir sowieso nichts. Die ergreifen die Flucht. Tja, jetzt ist nur noch der eine alleine. Keine Chance. Ja, die geben auch gar nichts mehr an Erfahrungspunkten, also... Wirklich gelohnt hat sich's nicht. Ach, dich kann ich auch stehen lassen. Aber wunderbar, dann könnte ich jetzt sogar nochmal speichern und... Übernachten, genau. Ja, wäre nicht verkehrt.
Dann ist die Truppe auch vollgeheilt. Na, für 100 Potsch kann ich das ja mal machen. So. Rüstung oder sowas Brauchbare haben die hier jetzt, glaube ich, nicht. Und Kräuter und sowas haben wir ja noch. Beziehungsweise Medizin. Also theoretisch könnte die reichen. Aber ich könnte noch eine Mega-Medizin kaufen. Ah ne, das war der Schmied. Da wollte ich nicht rein. Apropos Schmied. Kann ich überhaupt noch was? Ne, unmöglich, 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 unmöglich. Alles unmöglich. Kann ich also nichts schärfen. Okay. Runenstücke hätte ich noch, die ich noch einsetzen könnte. Blitzruhenstück und Wasserruhenstück. Okay. Ich wollte aber erst noch gucken, ob ihr Medizin habt. Mega-Medizin haben die tatsächlich auch. Einmal für Kuromimi. Ich würde gerne wissen. Nee, das geht tatsächlich nicht. Dann müsste ich hoffen, dass die Medizin soweit reicht. Und dann speichere ich noch einmal vorher. Und dann können wir die Burg stürmen. Hoffe ich mal, dass das glatt läuft. Wird Zeit aus der Quader stürzen. Die große Schlacht haben wir immerhin gewonnen. Und die Burg wird jetzt auch noch fallen. Zumindest sorgen wir dafür. Wenn uns die Kobolde nicht dabei aufhalten wollen. Warum auch immer die Kobolde versuchen uns hier wirklich im Weg zu stehen. Ich meine, wir wollen wirklich auch nur Gutes. Wir haben Kuromimi bei uns. Kuromimi müsste die überreden. Wäre schon ganz cool, wenn er so eine Fähigkeit hätte. Einfach mal seine Gleichgesinnten auf unsere Seite ziehen, dass sie uns nicht angreifen. Aber geht leider nicht. Der eine tut mir auch leid, den lasse ich da stehen. Ich lasse die Kobolde jetzt in Ruhe. Und werde jetzt erstmal sehen, dass ich Quala Rossmann erledige. Der muss viel eher fallen. Er hat schließlich dafür gesorgt, dass die Elfen bzw. das Dorf verbrannt wurde. Es konnten ja einige fliehen dank Stallion. So, Quader. Wir kommen. Mach dich bereit für deinen Untergang. Ja, da ist die Burg. Ihr wollt uns auch noch aufhalten? Nö. Lassen wir nicht zu. Panu Yakuta. Was gebt ihr uns denn noch für Ratschläge? Bitte seid vorsichtig, Meister Tyr. Die Truppen wurden besiegt. Nun müssen wir uns Quader holen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Was für ein Schlag gegen das Reich. Puh, ich denke, wir haben gewonnen. Ja, war auch ein bisschen knapp. Ich hatte ein wenig Angst. Los, los, macht weiter. Besiegt den Kaiserlichen. Quader Rossmann ist einer der 5 großen kaiserlichen Generäle. Er ist mächtig. Bitte passt auf euch auf. Ach, vor so einem werden wir uns nicht zurückziehen. Wir werden es ihm schon zeigen. Und nehmen alle seine Reichtümer mit. Ein Eisenschild. Ich hätte natürlich auch noch ein paar Sachen organisieren können. Wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen. Kritischer Treffer gebe ich mal Till. Ach so. Ich wollte es eigentlich benutzen, nicht abgeben. Ach so, es geht nur in Kampf wahrscheinlich. Ja, dann gibt es natürlich Sinn, dass ich es nicht benutzen kann.
Der Kurumimi kann das Holzschild vertragen. Ist da eigentlich genau bestens angesetzt. So. Noch mehr Schätze. Blitzruhenstück brauche ich nicht unbedingt. Aber diese Burg ist ziemlich leer. Er hat dafür gesorgt, dass alles einfach mal Preis ausgenommen hat. Mal gucken, was diese Rüstung hier aussieht. Okay, ich weiß auf jeden Fall, die tut weh. Ich werde jetzt meine Runenmagie auch nicht für diese Dinger verschwenden. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das jetzt ausreicht. Scheinbar nicht. Na komm, jetzt aber. Gut, das hat gereicht. Weiß ich auf jeden Fall, für den werde ich meine mächtige Runenfähigkeit benutzen. Bevor ich hier noch weiter meine Medizin verbraten muss. Okay, nehmen wir mal erstmal normale Medizin. So. Jetzt ist die Frage, weiter nach oben oder unten? Ach nö, so viele Gegner gleich. Geisterschilder. Okay, ich würde sagen, Runenfähigkeiten. Zeigt, was ihr drauf habt. So, Gremio darfst du angreifen. Ich merke aber gerade, meine wichtigste Person ist gar nicht dabei. Scheiße. Cleo hätte ich nämlich gut gebrauchen können, aber die ist nicht dabei, merke ich gerade. Okay. Somit wird es interessant. Na gut, Viktor, geh in die Defensive. Ich merke aber auch gerade, ich muss noch etwas machen. Die Formation ein bisschen ändern. Weil so gefällt die mir gerade nicht. Okay, die Schilder halten auch was aus. Gut, die machen aber nicht viel Schaden. Also vor denen brauche ich dann doch nicht so die Angst haben. Gut, dafür, wenn sie noch alle da sind, greifen sie ja alle an. Okay, einfach mal Willkür. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich zwei Feuer noch kaputt kriege. Das ist nicht gut, dass Kirgis kurz vorn draufgehen steht. Okay, Gremio heizt dich. Und Kirkis, du heizt dich auch, definitiv. Okay, sorgen wir einfach mal für einen schmerzhaften Angriff. Okay, jetzt leuchtet das Ding auch noch. Ein weiteres Schild weniger. Tja, daneben. Jetzt müssen wir das Ding aber auch noch kaputt kriegen. Perfekt. Wir haben es geschafft. Es gibt wieder ein paar Level-Ups. So, was haben wir hier unten denn? Ich glaube, heilen wäre erstmal nicht schlecht. Oder lasse ich das noch? Kirkis sieht auf jeden Fall nicht so gesund aus. Verkehrt wäre es, glaube ich, nicht. Kuromimi genauso. Ich würde fast sagen, ich muss nach oben. Wahrscheinlich wartet ihr hier oben auf uns. Nur hier warten ein paar Veteranen wieder auf uns.
Eigentlich hat da Verbrennung gut gewirkt. Wo ist Cleo, wenn man sie braucht? Ach komm, ich ergreife die Flucht. Oh nein. Ein Drache? Der hat hier einfach meinen Drachen als Haustier. Okay, es ist nicht sehr nett. Eieiei. Und dieser Drache sieht wirklich nicht so aus, als würde er sich auf unseren Besuch freuen. Und ich merke gerade, ich habe definitiv was vergessen. Scheiße. Das ist jetzt blöd. Victor hätte nämlich nach vorne gemusst. Dann hoffe ich einfach mal, dass es irgendwie glatt läuft. Auch wenn zwei jetzt nicht angreifen können. Autsch. Okay, die Blitze sahen bedrohlicher aus, als sie eigentlich sind. Ich dachte schon, das war's jetzt mit Tier. Ich will aber trotzdem nochmal den Todesfinger versuchen. Wobei, nee, das ist Verschwendung bei Bossen, glaube ich. Das versuche ich nicht nochmal. Aber ich versuche es weiterhin mit der Falkenrune. Okay, er brüllt wieder bedrohlich. Das geht auf alle. Ja. Ist aber auch nicht so schmerzhaft. Aber ich sollte gleich erstmal zusehen, dass ich heile. Ich muss jetzt nur überlegen, wie ich das am besten mache. Also Kuromimi muss ich auf jeden Fall heilen und Gremio. Das heißt, eigentlich können die anderen dann erstmal angreifen. Genau, Kuromimi, du kannst dich sogar selbst heilen. Das ist schon mal sehr praktisch. Und Victor, du heilst auch. Allerdings kümmerst du dich eher um Gremio. Okay, so kann's gehen. So können wir diesen Drachen erstmal noch schön weiter zusetzen. Okay. Der hält doch noch was aus. Aber er ist ja auch ein Boss. Wenn er jetzt schon kaputt gehen würde. Er macht dabei erstaunlicherweise wirklich wenig Schaden. Da bin ich sehr überrascht. So bedrohlich wie der Drache aussieht, da denkt man eigentlich wirklich, das dürfte ein bisschen problematischer werden, aber nö. So. Tiere habe ich jetzt geheilt und Kirkis kann ich auch noch einmal heilen. Also, Abmarsch. Blitz den Drachen nieder. Okay, es gibt eher einen Donnerschlag. Okay, Tier würde das überleben, da würde ich sagen, bleibe ich bei der Offensive. Ja gut, bis auf die beiden, die nicht angreifen können. Ich sollte mich auf jeden Fall gleich nach dem Kampf darum kümmern, dass ich die Reihenfolge ändere. Weil so wird das sonst ein bisschen blöd. Ach, schrei nicht so viel, Drache. Du bist nicht so bedrohlich, wie du aussiehst. Nö, nicht wirklich. Also wenn ich überlege, so ein Drache würde eigentlich furchteinflößend sein, aber der hier ist nicht mal annähernd so bedrohlich. Und so viel Schaden, wie wir auch dem gegenüber machen, dürfte der nicht mehr lange leben. Zumindest hoffe ich das. Warum gehst du gerade die ganze Zeit auf Kirkis? Habe ich erst erlaubt? Das heißt, ich sollte Kirkis gleich erstmal wieder heilen. Ein bisschen Medizin habe ich ja noch. So, Falkenrune. Und auf geht's.
Also auf Kirk ist es auf jeden Fall wirklich Verlass. Mit dem Schaden, den er anrichtet. Jetzt wird es wieder brandheiß.